Hallo und herzlich willkommen zum ersten Elements Destiny Entwickler Update. Wie angekündigt, möchten wir euch hier einige Details des Spiels näher bringen, die bisher nur kurz angeschnitten oder noch gar nicht gezeigt wurden. Den Anfang macht dabei unsere Protagonistin, Erika. Wer ist sie? Was macht sie so? Und welche Gameplay-Elemente wird sie mit ins Spiel bringen? Und ich würde sagen, bevor ich euch etwas über sie erzähle, lassen wir sie doch erst einmal selbst zu Wort kommen. Viel Spaß! Mir wird oft gesagt, ich soll auch mal an mich selbst denken. Aber das ist nicht so einfach, wenn eine gewisse Verantwortung auf deinen Schultern lastet. Jemand muss die Leute doch beschützen. Schließlich verlassen sie sich auf mich. Erika arbeitet in ihrer Heimat Cliffheim als Jägerin und geht dieser Tätigkeit sehr pflichtbewusst nach. Vielleicht manchmal sogar etwas zu pflichtbewusst. Sie ist sehr fleißig und neigt dazu, sich mehr aufzubürden, als gesund für sie ist, sofern sie es denen, die ihr nahestehen, dadurch leichter machen kann. Ihre Routiniertheit ist eine ihrer größten Stärken. Sobald sie sich allerdings in einer unerwarteten Situation befindet, sieht man schnell eine gewisse Unsicherheit durch ihr sonst sehr selbstbewusstes Auftreten durchschimmern. Die Frage ist doch, wie wird sie im Laufe unseres Abenteuers daran wachsen? Ich schätze, diese Frage kann ich euch noch nicht beantworten. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ihre musikalische Ader hat sie selbstverständlich nicht verloren. Wie bei allen Figuren haben wir ihre Charakterzüge direkt in ihrem neuen Design zum Ausdruck gebracht. Als Jägerin bevorzugt sie Pfeil und Bogen. Mit dieser Waffe ist das Kämpfen aus mittlerer und weiter Entfernung natürlich kein Problem, jedoch ist Erika niemand, die ihre Gefährten alleine an der Front kämpfen lassen würde. Ihre Waffe, der Klingenbogen, ist daher gleich für mehrere Situationen geeignet. Das wird die meisten von euch jetzt sicherlich überraschen, aber Erika kann in den Kämpfen tatsächlich die Rolle des Tanks übernehmen. Seht ihr die Kerben an ihrem Köcher? Sein massives Design ist kein Zufall, denn diesen kann sie im Nahkampf ausklappen, um ihn als Schild zu verwenden. Und durch die Klingen an ihrem Bogen ist sie im Nahkampf nicht wehrlos. Kampf ist ein gutes Stichwort. Werfen wir doch mal einen Blick auf ihre Fähigkeiten. Durch ihre Klasse Jägerin, ihr Element Erde und die Tankrolle, die sie in den Kämpfen erfüllen kann, ergeben sich einige komplett neue Fähigkeiten. Sprechen wir zunächst über ein paar Techniken, die ihre Klasse mit sich bringt. Die Technik Ablenkung zieht für mehrere Runden die Aufmerksamkeit der Gegner auf Erika, wodurch sie im Fokus aller Angriffe steht. Das ist zwar keine Garantie dafür, dass nur Erika angegriffen wird, jedoch erhöht es die Chance drastisch im Vergleich zu ihren Gefährtinnen. Bei einer großen Anzahl an Feinden sollte man mit dieser Technik jedoch Vorsicht walten lassen. Zwar hat sie von allen Charakteren den besten KP-Wert, jedoch kann der Schaden sich so schnell summieren. Aber keine Sorge, es gibt natürlich Techniken, die ihr dabei helfen, standhaft zu bleiben. Aber dazu erst gleich mehr. Das bisher Gezeigte ging eher in eine defensive Richtung. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht auch dazu in der Lage ist, ordentlich auszuteilen. Als Jägerin kennt sie die Schwachpunkte diverser Monster genau, was sich auch in ihren Techniken widerspiegelt. Je nach Art des Monsters kann sie mit der richtigen Technik massiven Schaden anrichten. Der Bestienschlechter ist beispielsweise besonders effektiv gegen biestartige Kreaturen, während der Schuppenbrecher mit Reptilienmonstern kurzen Prozess macht. Als nächstes schauen wir uns mal ihre Elementartechniken an. Alle Techniken, die mit einem Element in Verbindung stehen, funktionieren etwas anders als in den früheren Spielen. Die Kosten für Elementarangriffe werden in Orb-Punkten, kurz OP, berechnet. Was es genau mit ihnen auf sich hat, werden wir allerdings erst in einem späteren Entwickler-Update, welches rund um das Kampfsystem gehen wird, erklären. Bis dahin bitte ich um Geduld. Dadurch, dass die Elementarangriffe besondere Kosten benötigen, haben wir sie von Grund auf überarbeitet und ihre generelle Stärke deutlich angehoben. Zudem wurden einige von ihnen mit besonderen Nebeneffekten ausgestattet. Erikas Erschütterung beispielsweise hat zusätzlich eine geringe Chance, den Gegner zu betäuben. Jedoch gibt es dieses Mal nicht bloß reine Offensivtechniken, die nur dazu da sind, um Schaden zu machen. Schon früh im Spiel hält Erika die Elementartechnik reine Erde, mit der sie wenige KP und ein paar negative Statusveränderungen heilen kann. Ihr Steinschild erhöht vorübergehend die Abwehr von einem ihrer Verbündeten. Natürlich kann sie ihn auch auf sich selbst anwenden, um in ihrer Tankrolle effektiver zu werden. Erika wird im Laufe des Abenteuers noch viele weitere Techniken erlernen, aber für einen Ersteindruck soll das genügen. Das war unser heutiges Entwickler-Update rund um unsere Protagonistin, Erika. Wir werden euch in Zukunft natürlich noch mit weiteren Updates dieser Art auf dem Laufenden halten, also bleibt dran! Ach wisst ihr, da ihr noch hier seid, es gibt da noch etwas, was ich euch zu erzählen habe. Die Stimme, die ihr am Anfang gehört habt, war Corinna Dorenkamp, Schauspielerin und Synchronsprecherin. Unter anderem bekannt als Morgiana aus der Anime-Serie Magi, diverse unterschiedliche Rollen aus Orphan Black oder auch Son Goku aus der Ur-Dragon Ball-Serie und noch viele weitere.
Wie manche von euch nach den Teasern der S-Brille dazu bereits vermutet haben, planen wir einige Szenen in Elements Destiny vertonen zu lassen. Wenn alles klappt, hoffen wir darauf, Corinna auch in der finalen Version als Erika hören zu dürfen. Um dieses Projekt zu verwirklichen, sind wir allerdings auf eure Hilfe angewiesen. Was ihr tun könnt? Das verrate ich euch gleich in unserer anschließenden Fragen- und Antwortenrunde. Vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich.